Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub und hier kommt ein neuer Werkstattblick. In der Zeit, in der ich nicht da war, waren 14 Tage immerhin, hat sich einiges getan. Und was sich alles getan hat, erfahrt ihr direkt nach diesem kleinen Intro. Maiwald. Klaviere und Flügel. So, hier stehen wir vor unserem jungen, gebrauchten Stein-WB-Flügel. Den haben wir 2000 oder 2001 neu verkauft. Der ist aus dem Baujahr 2000, komplett von innen sauber gemacht. Hat einen neuen Satz Hammerköpfe bekommen. Klaviatur, Mechanik, alles komplett überholt. Wir haben auch einen neuen Satz Hebeglieder eingebaut, weil die alten Hebeglieder relativ laut waren. Und alles selbstverständlich originale Steinway-Teile. Der Flügel steht hier jetzt bei uns zum Verkauf für 69.000 Euro. Lieferung Freihaus Parterre deutschlandweit, 5 Jahre Garantie. Kommt gerne vorbei und spielt diesen wundervollen Stein-WB-Flügel zur Probe. Und jetzt gehen wir mal in die Werkstatt und gucken, was da so los ist. So, hier stehen wir an dem Feurich-Klavier, das Magda aktuell bearbeitet. Da sind jetzt die Stechhöhen ausgemessen, die neuen Doppel, das wird jetzt alles abgehobelt. Der Bassstech ist schon abgehobelt, wie ihr seht, ist auch der Boden schon gespänt. Gussplatte ist jetzt raus, jetzt wird die Stechhöhe angepasst. Und dann wird das Ganze gezeichnet, gebohrt, abgestochen, gestiftet. Und dann geht es mit dem Klavier auch weiter. Und dann werdet ihr sehen, wenn Magda das Instrument neu bezieht. So, jetzt gehen wir mal weiter zu unserem Frank. So, hier sind wir bei Frank, ne? Frank Maiwald. Der macht gerade die Hebeglieder eines Stein-WA-Flügels. Hier werden neue Sattelpolster, mir war der Name entfallen, ich war ja 14 Tage in Urlaub, und neue Ruhepolster für die Hammerstiele aufgeleimt, einmal komplett durchgesehen, überarbeitet. Hier seht ihr, arbeiten wir mit dem klassischen Warmleim, weil das einfach den Filz sofort verklebt und man braucht dann nur 2-3 Mal kurz draufdrücken und dann ist der Filz auch fest und das kann dann aushärten. Zack. Und schon ist es neu. So, dann gehen wir weiter hier zu dem Blüthnerflügel. Der Blüthnerflügel ist jetzt auch, ja, noch nicht ganz fertig, aber er nähert sich der Fertigstellung. Hier ist die Dämpfung, die wird geputzt, poliert, neu befilzt. Weil dieser Flügel hat ja auch einen Aliquo-Seitenbezug, sprich eine vierte Seite, die nicht mit angeschlagen, sondern nur durch die Schwingung erregt wird. Der Rest ist alles fertig, Stichdoppel sind fertig, Boden ist fertig. Da seht ihr die Hammerköpfe und ist alles schon soweit vorreguliert. Und auch hier werden wir in Kürze, ich denke mal so 3-4 Wochen, wird der Flügel fertig. Hier vorne haben wir den nagelneuen Stimmstock, auch von Hand gemacht, ein Buchenstimmstock, so wie es original auch war, sodass der Flügel jetzt auch wieder gut stimmbar ist mit einem wirklich schön dünnen Stimmnagel. Und der Flügel geht jetzt auch seiner Fertigstellung entgegen. Und jetzt gehen wir mal kurz weiter zum Daniel und passieren vorher noch einen D-Flügel, den wir jetzt aufgestellt haben, zeige ich euch auch. So, hier haben wir ein Stein-WD-Flügel, der ist aus dem Theater Dortmund, 450.000er Nummer, so 76 ungefähr. Der Flügel war jetzt in Hamburg, hat in der Fabrik in Hamburg einen neuen Stimmstock bekommen. Und um ihn vernünftig wieder reparieren zu können und auch instand setzen zu können, weil der Flügel auch schon 1 oder 2 Mal repariert worden ist. Wir werden jetzt als nächstes hier den alten Lack, das ist also noch ein Epoxy-Lack, den Stein-W früher verwendet hat, ist ja heute auch anders. Die Resonanzböden bei Stein-W sind heute matt. Hier muss man den kompletten Epoxy-Lack abschleifen. Das ist eine ziemlich
schwierige, anstrengende Geschichte. Der Boden hat auch Resonanzbodenrisse. Wir müssen den Boden spähen. Dann wird er neu gefüllert und seidenmatt lackiert. Stege sind soweit heile. Es wird alles sauber gemacht. Und dann werden wir diesen Flügel hier in Kürze auch neu beseiten. Von außen arbeiten wir ihn noch ein bisschen auf. Er steht jetzt hier auf zwei großen Stahlböcken. Das hat den Grund, dass wir die Beine zum Inam bringen. Die werden neu schwarz Polyester beschichtet, weil die wirklich sehr, sehr kaputt sind. Alle anderen Gehäusesachen werden wir hier reparieren, ausbessern. Er muss nicht neu sein. Er wird wieder ein bisschen schön glänzen und gut dastehen. Das reicht dem Theater so und von innen wird er wie ein neuer Flügel sein. Perfekt spielbar, mit einer sehr guten Stimmhaltung. Das ist im Moment ein relativ großes Projekt. Und jetzt gucken wir noch eben, was der Daniel da macht. So, hier stehen wir vor einer B-Flügel-Reparatur. Der Flügel ist neu beseitet, neue Dämpfung, neue Hammerköpfe, Klaviatur komplett überarbeitet, alle Rahmenfilze neu. Der Flügel steht jetzt auch kurz vor der Fertigstellung und geht dann zurück zur Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Eine komplette standardmäßige Innenreparatur, jetzt keine schwierige Geschichte, halt Standard. Wie soll ich es anders sagen? Neu beseitet, neue Stimmnägel, neue Bassseiten, neuer Graffen, neue Dämpfung, neue Hammerköpfe. Alles schön zusammenbauen, ausarbeiten. Für die nächsten Jahre wieder ein schöner, schöner Flügel. So, jetzt zeige ich euch noch einen Flügel der Hochschule. Kommt einfach mit. So, hier ist ebenfalls ein Stein-WA-Flügel. Das ist der dritte in einer Serie, die wir dieses Jahr für die Hochschule überarbeitet haben. Der ist jetzt auch, Resonanzboden war komplett sauber. Der ist nur einmal abpoliert worden, Gussrahmen neu lackiert, neuen Stahl, neuen Bass, komplette Innenraumgarnierung erneuert. Der ist jetzt komplett bezogen, schon ein-, zweimal hochgezwickt und wird jetzt dementsprechend auch Mechanik ist vorbereitet, beziehungsweise ihr seht ja, mein Bruder befilzt gerade die Hebeglieder neu und dann wird der Flügel auch wieder zusammengesetzt, ausgearbeitet und ausgeliefert. Das ist auch einer in so einem klassischen Schwarz-Matt von außen. Der hat einiges an Schadstellen, das werden wir ausbessern, Schwarz-Matt überlackieren. Das haben wir bei den vorherigen beiden Flügeln auch schon gemacht. Da kommt es auf die Gehäusequalität nicht ganz so an. Das ist ein Übungsflügel, der muss halt nur einfach wirklich gut funktionieren. So, jetzt folgt mir noch, jetzt gucken wir noch eben bei Laura vorbei. So, hier stehen wir am Arbeitsplatz von Laura. Laura macht gerade dieses 120er Grotrian Steinwegklavier fertig. Hier haben wir von Renner neue Hammerköpfe machen lassen. Ist immer ein kleines Problem bei den Grotrian Steinweg-Instrumenten. Die Hammerköpfe sind relativ kurz. Dadurch, wenn der Hammerkopf ein-, zweimal abgezogen ist, hat man nicht mehr ausreichend Stiel, sogenannte Stielschräge, das dafür sorgt, das ist ein Maß, das dafür sorgt, dass der Hammerkopf dann auch vernünftig zurückfällt nach dem Treffen der Saite. Und deswegen haben wir uns hier dazu entschlossen, einen neuen Kopf drauf zu machen. Wir haben alle Rahmenfilze erneuert, das Klavier ist von innen sauber gemacht. Laura arbeitet das jetzt aus, reguliert es durch. Hier seht ihr auch die Klaviatur dazu und das Klavier steht dann in Kürze auch in unserem Verkaufsraum und kann bespielt werden. Ja, ich glaube, das ist es soweit. Viel mehr zu sehen gibt es hier im Moment nicht, aber es ist mal wieder einiges passiert, auch einiges Neues und wir halten euch mit weiteren Videos auf dem Laufenden. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Für alle Fragen könnt ihr uns anrufen unter der 02307 12125. Tschüss!